Morgen, morgen, Menschen mit Gott. Wir sind wieder im Brotato und nach dem Versuch mit dem Dickerschen. Ja, den Dickerschen sind wir jetzt beim alten Greis angekommen. Ja, was können wir denn mit dem Greis? Also, 25% Gegnertempo ist gesenkt. Also, die Gegner sind langsamer. Gleichzeitig sehe ich unten, unser Tempo ist 10% gesenkt. Ja, wieso ist? Greise sind anscheinend ein bisschen sparsamer. Darum ist die Ernte ja erhöht. Oder die können besser mit Geld umgehen oder kriegen mehr oder was auch immer. Es kommen aber auch weniger Gegner. Und was interessant werden könnte, ist, dass die Karte um ein Drittel, also 33% kleiner ist. Da bin ich mal gespannt. Aber das nach dem Intro. So, wir nehmen uns also jetzt den Greis. Und was macht der Greis eigentlich? Reparieren? Wollen wir mit denen ein bisschen auf Werkzeugkram gehen? Auf Techniker? So ein bisschen? Der repariert doch immer bei den Kindern die ganzen Sachen. Man gibt doch immer Opa sein Zeug, wenn man was zum Reparieren hat. So ein Schraubenschlüssel. Wir müssen ja auch mal ein bisschen thematisch hier spielen. So, jetzt nehmen wir eine Landmine, spawnt alle 12 Sekunden und verursacht 10 Schaden in einem Bereich. Gut, die Karte ist kleiner. Das heißt, es würde ja an sich dafür sorgen, dass die Gegner gar nicht so ausweichen können und viel konzentrierter sind. Spawnt ein Geschütz, das Kugeln verschießt. Ja, entweder Geschütze oder Minen. Ah, es wird jetzt gerne beides probieren. Aber gut, es kommt ja mittendrin. Komm. Wie beim letzten Mal auch, wir bleiben Gefahr 0, einfach um den ersten Eindruck von allen Charakteren zu behalten. Ich dachte, die Karte ist... Das sollen 33% sein? Also, ich habe mir das schon vorgestellt, dass die kleiner ist, aber so winzig habe ich es mir jetzt nicht vorgestellt. Das ist ja gar kein Platz mehr. Das ist ja geil. Das muss mal ein großes Lob an die Entwickler. Hier, erstmal gibt es in dem Spiel, ich glaube, 32 Charaktere und einen Zufall. Ich glaube, 11 sind das in Reihe, wo ich das letzte Mal so durchgezählt habe. Ja, wir nehmen Technik. Und alles wirkt hier jedes Mal schön durchdacht. Das Spiel wirkt jedes Mal so ein bisschen, was heißt ein bisschen? Teilweise, als wenn man das ganz anderes spielt, weil der Charakter einfach ganz anders ist. Also diese ganzen Ideen mit, wir machen das mal ein bisschen, modifizieren das, das, das und geben denen auch noch einen Namen. Und nicht nur, was ist ich, der Starke, der Schwache, der Leicht, sondern hier der Greis. Das ist cool. Das Dickerschen. Der Fernkämpfer, das ist ein bisschen klassischer, okay. Aber das fällt trotzdem so. Angriffstempo, Reichweite, dafür sinkt die Rüstung. Na gut, alte Leute, halten noch nicht mehr so viel aus. Oh. Jetzt bitte nicht angesprochen fühlen, ja? Vielleicht seid ihr ein bisschen rustige Rentner, die ein bisschen fitter sind. So, also, beim Aufprallen einer Kiste erhältst du 20 Materialien. Beim Aufsammeln natürlich. 1% weniger Tempo macht es denn auch nicht mehr aus. Den sperren wir uns auch, komm. Jetzt haben wir Doppelreparaturmaßnahmen hier. Zwei Maschinen, die jetzt hier rumschießen. Das ist eigentlich ganz geil. Also, dieser Technikaspekt hat irgendwie was. Jetzt würde ich gerne noch den Schraubenschlüssel haben, um zu gucken, was die Minen so bringen. Also, wie geil die Explosion von den Minen ist. Es gibt noch einen Vorteil. Jetzt, wo ich so eine kleine Karte habe, muss ich nicht mehr so weit laufen, um alle Ressourcen einzusammeln. Ich brauche bloß in der Mitte einmal im Kreislauf. Bräuchte jetzt noch eine höhere Sammelreichweite. Hier, kommen wir mal. Was Technik ist, einfach erhöht die Stärke deiner Konstruktion. Die anderen Werte wirken sich nicht auf Konstruktion aus. Spezialeffekte aber schon. Durchschlag, Abprallen, Explosionsgröße. Wir machen den Schädel weiter hier. Lunge. Haben die alten Leute noch eine gute Lunge? Das Tempo wohl ein bisschen ausgleichen. Wegen meinem Minus. Ja, das machen wir. Feuergeschütz. Bond ein Geschütz, das Flammen verschießt. Machen wir. Haben wir zwar nicht mehr, aber egal. Ach gut, wieder einfach, so, dass das jetzt so blaue X sind. Gibt ja die roten für Gegner, die grünen für Bäume und die blauen für Items von mir, diese. Oh cool, der schießt dieses blaue Zeug. Ich dachte, der schießt rote Flammen. Schießt ja blaue Flammen, okay. Geht doch weg, ihr Schweine. Hau ab, lass mich in Ruhe. Aua, haut da weg. Ja, immer weg mit euch. Ja, weg. Ja, verschmutzt ja alles. Schmutz, sterbt doch. Stirb! Ein mehr, für was denn das jetzt? Für ein Level oder was? Warum habe ich jetzt nochmal. Das verstehe ich immer nicht so. Am Ende kriege ich immer irgendwo noch ein Bonusgefühl drauf. So, ausweichen, Glück. Was hat ein Glück mit der Nase eigentlich zu tun? Riecht man das denn? So ein Schniefer, so ein. Oh, ich rieche Glück in der Luft. So, wir nehmen jetzt endlich mal den Gummibeserker hier.
Eine Schere, medizinmäßig. Wollen wir dir bringen jetzt Technik einfach nur, ja? Bleib ich denn auf Technikwaffen? Aber wir machen erstmal ein bisschen Preis aushandeln. Hätte ich am Anfang nehmen sollen, bevor ich das links nehme. Ach komm, egal. Hier, den nehmen wir den auch. Ein bisschen mehr Erfahrung vielleicht noch. Was willst du? Was willst du? Alte Mann, macht euch alle fertig! Ich bin vielleicht nicht mehr der Jüngste. Aber sowas hätte es bei mir damals nicht in jedem. Also, ja, Aliens, was soll das eigentlich? Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Alle weg hier. Hau ab. Hau ab, du blödes Alien-Vieh. Die Jugend von heute. So mehr, mehr Technik. Technik braucht der Junge, Technik. Der Alte. Mehr geht noch in der kleinen Map. Nee, hier ist Technik. Wir nehmen noch ein bisschen Technik rein. Ich habe die Narbe gesperrt. Die brauchen wir natürlich dann auch. Schraubenschlüssel, 55. Nehmen wir nächstes Mal. Frit brauchen wir ja denn nicht unbedingt. Die Reich... Warte mal, wo stand jetzt die Technik? Durchschlag, Abprall, Explosionsgröße. Okay, das haben wir jetzt nicht. Hier sind noch die Minen. Ich nehme die Minen noch mit. Bin bei der Reichweite halt unsicher, ob ich die mir nehmen sollte oder nicht. Aber wenn es sich das eh nicht auswirkt und das scheißegal ist, dann brauche ich den anderen Kram eigentlich alles gar nicht. Ich habe jetzt einfach noch, wie so ein Wendler, hier so einen Bleistift hinterm Ohr, damit er für die Kinder was konstruieren kann und ein bisschen aufschreiben. Wobei, ich glaube, also bei mir ist zumindest bei meinem Opa so, der macht sich keine Zeichnung. Der fängt einfach an zu basteln und schustert sich irgendwas zusammen. Alles weg, jo. Alles weghauen. Genau, hau sie weg, die Schweine. Die Minen haben irgendwie was, weil der Radius ziemlich geil ist. Und selbst treffen die mich, glaube ich, nicht. Oder habe ich das jetzt nicht mitbekommen? Noch ein bisschen Tempo noch ausgleichen. Ja. Ja, nehmen wir. So, jetzt nehmen wir den Schraubenschlüssel. Hier ist gleich noch ein Schraubenschlüssel. Schuriken wollen wir nicht. Kann der alte Mann nicht mit umgehen. Der kennt gar nicht, was das ist, was der Bauer nicht kennt, weißt du? Nahkampfschaden, nee, den Rest. Spawnt ein Geschütz, das geht auf Kugeln verschießt, die 19 Schaden verursachen. Und das hängt jetzt einfach nur von der Technik ab. Für 4 Waffen ist plus 3 Technik. Da ist ein bisschen wenig Technik dazu, ja. Was ist das einfach sonst zu stark? 5 Geschütze hier einfach mal. Geil. Und eine Mine. Ich muss ja auch nichts machen, das machen einfach meine Gerätschaften. Ich habe hier einfach alles zugebaut, damit die nicht in meinen Vorgarten kommen. Ich bin nämlich hier die grantige alte Vorgartenkartoffel. Mach sie weg, Junge. Ja. Also die Jugend von heute, ja, die sehen aber auch aus, die schminken sich so komisch hier. Die sehen ja schon fast aus wie Außerirdische. Also, du warst jetzt bei mir damals auf dem Kartoffelbeet nicht gegeben, ne? Naja, wirklich. Ah, früher kam man gleich in den Gemüselager. Das gab's ja nicht. Da wurde man hart bestraft. Oh, was haben wir hier? Rüstung. Jetzt nehme ich, glaube ich, die Rüstung, damit ich mir aus... Ach nee, noch mehr Technik. Noch mehr Technik. Reichweite brauchen wir nicht. Nahkampfschaden, Schaden, Angriffstempo. Neu machen. Technik. Technik. Geil, da ist immer ein Traumtier bei. Sehr geil. Es wird immer besser hier unten. Ding des Tempo 10. Na, nee. Ich habe eh keine Punkte mehr. Komm, weiter. Ich habe hier Technik. Die Technik ist so geil, weil die nicht nur als Waffe zählen, sondern es auch quasi diese Items gibt, wie diese Minen, die ja nicht als Waffen zählen. Oder dieser Geschützturm, der mit dem Feuer. Und dadurch kann man die ganze Karte zumüllen mit den Dingern. Das ist, glaube ich, das Geile daran. Dass die ganze Karte zugeschissen wird mit irgendwelchen Geschütztürmen. Und wie hat der was? Das spielt sich schon wieder ganz anders. Ich meine, klar, ich laufe hier bloß rum und sammle mehr oder weniger die Ressourcen ein, aber ich gehe jetzt gar nicht mehr direkt auf die Gegner, sondern das machen einfach die Geschütze, die hier irgendwo rumstehen. Könnt ihr noch so ein Heilgeschütz hier mit dazukommen? Das wäre vielleicht noch ganz nett. Dass die Gegner einfach
weiß gar nicht, ob das den Gegner dann auch Schaden macht oder ob das nur mich direkt immer heilt. Ledermaus. Nee. Nein. Na, hier ist nichts bei. Hier ist nichts. Mehr Treffer vielleicht nehmen oder ne? Ach, wir würfeln neu. Technik. Wir brauchen Technik. So, ich den Preis. Der Rest ist uninteressant. Wir brauchen Technik. Da, das hier. Primitiv. Nee, so primitiv sind wir dann auch wieder nicht. Ah, Schraubenschlüssel. Perfekt. Der Rest. Ich habe halt Opus noch 16. Oh, hier, da. Das meine ich. Das sind so Sachen, die hat man denn so nebenbei. Giftschleim, nö. Der Rest ist unwichtig. Ich könnte... Bauen wir nochmal neu? Ach nee, wir heben uns das auf und machen nächste Runde. Guck mal da, die blaue Sachen hier auf. Das ist so geil, auf so einer kleinen Map von den Techniker-Opa spielen. Das ist so geil. Das hat so ein bisschen was von Pflanzen gegen Zombies hier. Das ist ordentlich. Ich wüsste nicht, wie ich drauf komme, aber das ist so mein kleiner grüner Vorgarten und hier klopfe ich einfach die ganzen beschissenen Aliens weg. 20 Treffer habe ich nicht gerade viel, ey. Aua. Und ich habe gleich 6 Schaden erlitten. Oh, ich muss echt aufpassen. Wenn die alle jetzt ballern, könnte ich echt am Arsch sein. Wir dürfen halt einfach nur nicht an mich rankommen. Das ist das Problem. Und nichts darf mit mir schießen. Wir müssen einfach viel besser. Oh, da ist ein Baum aufgetaucht. Sehe ich auch nicht allzu oft gerade. Aua. Oha. Oha. Oh Gott. Oh nein. Mein Opa darf nicht sterben. Nein. Oh Gott, ich muss aufpassen, ich habe so wenig Treffer. Also was ist denn Rüstung? Ich glaube, ich knall mir jetzt die Rüstung rein, damit ich nicht so viel abkriege. Oh, das war echt schon scheiße gerade. Es könnten ruhig ein paar weniger Gegner sein. Muss ich, bin ich ehrlich. Muss ja möglichst... ja, wir nehmen... So kann ich jetzt nicht nehmen, wegen den hier kombinieren. Was würde ich sagen? Wir müssen möglichst irgendwas... Mach da einfach selbst was dazu dichten. Wir haben noch ein bisschen Geld. Sparschwein, ist ein bisschen spät für sowas. Spawnt einen kleinen kleinen Bot. Der Gegner in der Nähe verlangsamt. Alter, was gibt's denn hier alles für Technikzeug? Das war doch Technik, oder? Steht nur Item. Wird da wahrscheinlich zuzählen, oder? Steht ja auch bloß Item. Und bei Technik steht Stärke von Konstruktion. Ja, das wird ja wohl dazugehören. Eine Mine gleich am Anfang explodiert unter mir. Die machen alle so wenig Schaden, ja. Jetzt ein bisschen Masse. Ah, jetzt, wo die Gegner stärker werden, mehr aushalten, fange ich langsam so ein bisschen an, an meinen Opa zu zweifeln. Der muss stärkere Technik haben. Ich glaube, ich muss noch mehr wirklich auf Technik hochpushen. Oder die Technik braucht Flächenschaden oder sowas. Abprallen. Ich weiß nicht, wie es damit denn aussehen würde. Wow. Oh Gott, habe ich gerade einen Sack gekriegt. Gut, dass da dreimal Essen rumlag. Der Platz ist halt auch langsam sehr begrenzt hier. Muss man mal bewahren. Spawn ja schon fast in meinem Gesicht. Wenn ich hier so lang laufe. Noch 11 Sekunden. Ja, zumindest habe ich nochmal ordentlich eingesammelt, was die Erfahrung hier angeht. Bei den neuen. Es wirkt schon fast, als wenn ich Welle 13 oder so kämpfen muss. Wird schon ein bisschen stressiger. Mehr Schaden, Angriffstempo. Das bringt mir ja alles gar nichts. Das ändert ja nichts. Ja, alles nur bedingt toll. Hm. Ich mag alles nicht. Ich nehme trotzdem die Lebenspunkte Regeneration. So, wir wollen den Schraubenzieher haben. Wir wollen... Ein Banner? Bringt das sonst was? Nö. Nehmen wir noch ein Geschütz dazu. Die Lederweste. Das heißt, 3 Treffer weniger. Aber halt auch mehr Rüstung. 12% weniger. Sind das immer 6%? Ich nehme mal an, dann müssten es jetzt... Nee, sind es nicht. Sind nicht immer 6%. Hm. Was gibt es noch so? Hier, das Buch nehmen wir auf jeden Fall. Technik. Das nehmen wir auch. Nahkampfschaden, Flint, Ernte. Hier ist nichts dabei. Was ist denn das? Sift-Relikt. Einzige Chance von 100% ein Material sofort anzuziehen, wenn es fallen gelassen wird. Ich
bin aber viel langsamer. Muss ich die Materialien haben? Wollen wir trotzdem einmal haben. Man will es mal gehabt haben. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht das Geilste ist. Ich hole mir immer noch 5 Treffer dazu, auch wenn die Lebenspunkte-Regeneration dann wieder ein bisschen schwächer ist. Ja. Ich glaube, ich muss die Waffen, die ich habe, die Schraubenschlüssel und so, noch viel besser, also viel mehr erweitern, damit die bessere Geschütztürme die abstellen können, platzieren können. Ja, solange die nicht rankommen, geht's. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden die machen, wenn ich jetzt von einem getroffen werde. Weil ich jetzt ein kleines bisschen Rüstung habe ich ja nicht. Das macht schon ordentlich Schaden. Gerade wenn mich ein Dicker hier anrennt, da reichen 2 oder 3, dann bin ich aus dem Level raus. Ah, ich muss halt von den Dicken aufpassen. Kriegen meine Schütze noch nicht schnell noch kaputt. Shit. Das ist schon wohl so, ich bin in dieser Ecke und komme nicht dahin, wo ich eigentlich mal hingucken wollte. So ein bisschen eine Ecke schon wieder gefühlt. Naja. So, was haben wir denn hier? Lebensanzug wollen wir nicht. Fernkampf. Ich will eigentlich nichts. Nehmen wir die Regeneration. Unbedingt die Technik, auch wenn da die Rüstung lag. Wir nehmen jetzt mal dieses Kummi-Relikt. Wir nehmen noch einen besseren Schraubenschlüssel. Schraubenzieher heißen die noch so? Ja, ich kenne Schraubendreher. Der Schraubenschlüssel ist da. Was haben wir hier? 40 Antidims pro Sekunde Einschaden. Gewährt keine Unverwundbarkeit. Pro Sekunde Einschaden? Alter, ist das hart. Da musst du auch die Treffer haben. Oder eine extrem gute Regeneration. Nur wegen 40 Ernte. Neu würfeln. Einmal kostenlos ist immer noch gut. Plus 2 Angriffstempo pro 1% ausweichen. Das macht gerade plus 42 Angriffstempo. Ausweichen steigt, weil die Reichweite sinkt. Ja komm, das ist ein roter Gegenstand. Die Runden kann ich da nicht liegen lassen. Die sind einfach geil. Frage ist, schaffe ich 190 nächste Runde? Ja, schaffe ich. Der ist gesperrt, ja. Würfel mal hier kostenlos neu. Schwarzer Gürtel, nee, seltsames Essen, Fruchtzwiebel. Nee, komm weiter. Wie er schon aussieht, der Kreis. Der sieht doch schon gar nicht mehr aus wie ein Kreis. Das ist schon völlig... Völlig der gepanzerte Mechaniker geworden. Viele Minen ja auch einfach rumliegen. Werden das einfach mehr Minen durch die besseren Schraubenschlüssel? Das Schraubendreher. Die Schraubenschlüssel machen die Geschütze. Durch die Schraubendreher werden das jetzt einfach mehr Minen? Oder werden die stärker? Müssen wir mal gucken, ob da jetzt steht Spawn 2, Spawn 3, Spawn 4. Oder ob die Minen die ganze Zeit nur sind durch diese Zusatzgegenstände, die ich so noch dazu habe, also die Items. Nochmal ein Item. Das heißt, ich muss eigentlich nichts mehr einsammeln. Der macht wirklich so 100% alles einsammeln. Ja, das kommt von überall einfach auf mich. Aufpassen, dass ich hier nicht sterbe, wenn ich kurz was teste. Was war das denn für einer? Der hat eine Kiste bei gehabt, wa? Das sah so aus. Magazin, ja, brauchen wir eigentlich nicht. Reichweite Angriffstempo, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Was haben wir hier? Deutlich mehr Treffer wären nochmal geil. Ich nehme die Rüstung. So, wir nehmen jetzt das hier, dann haben wir nochmal ein höheres Angriffstempo. Das ist nur die Reichweite, die halt sinkt. Und das ordentlich. Dann nehmen wir hier noch die geilen Schraubenschlüssel. Lebensentzug habe ich eh nicht, aber mehr Erfahrung würde mir das bringen. So, was finden wir hier noch so? Nix Sinnvolles. Dann weiter. Das habe ich wieder nicht geguckt, scheiße. Welche Welle haben wir? 12. Komm, Kreis. Mach's das. Halt durch. 27 Treffer nur. Ich dachte, ich hätte mehr. Ich habe bloß 9 gekriegt. Hatte ich so wenig? Ich glaube, die kriegen bei Gesundheit nicht so viel Bonus, ja. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Mal ganz kurz schauen. Nee. Aber ich kann doch gleich mal gucken bei den Waffen. Hier.
Eine Landmine spawnt alle 6 Sekunden. Ach, die sammeln sich dann einfach nur. Spawnt ein Geschütz. Okay, die Minen kommen also öfter. Spawnt ein Geschütz, das Kugeln verschießt 62 Schaden. Und hier sind es 10x5. 10x5, 10x5. Achso, explosive Kugeln. Also ab lila? Ne, ab rot? Weiß gar nicht, was lila macht. Ab rot schießt der also... Hat er so einen Raketenwerfer integriert oder was? Die Geschütze ändern sich also anhand der Schraubendreherstufe und die Minen, die tauchen einfach alle so viele Sekunden auf. Aua, ich hab den außerdem gleich zweimal gegessen, das wollte ich gar nicht. Was ist mit ihm los hier? Warum stirbt der nicht? Also nicht ich, die Gegner. Scheiße, ich habe lange keine Technik aufgewertet. Es wird langsam kacke. Das liegt aber auch daran, weil ich nichts mehr gefunden habe, was so richtig Technik bringt. Nee. Nee. Ja, weil du lila bist. Oh, geil, die hätte ich vorhin gebraucht. Ja, Mann. Mann, hier ausweichen. Durch das Ausweichen steigt doch hier dieser eine Gegenstand. Der hier, oder? Plus 2% Angriffstempo. Jetzt haben wir schon 78% Ausweichen. Hä? Plus 1% Ausweichen. Plus 78. Also 39 Ausweichen habe ich nur dadurch, dass ich das Angriffstempo habe von 82. Sonst ist hier nichts dabei. Könnte man noch mal einmal kostenlos mehr würfeln. Da haben wir einen Stufe 1 Schraubendreher. Da könnten wir aber auch einfach hier kombinieren. Dann nehmen wir den ruhig mit. Spawnt alle 12 Sekunden die Mine. Und der spawnt alle 6 Sekunden halt. Wenn ich die jetzt noch mal kombiniere, dann wird das auch steigen. So, jetzt können wir noch mal würfeln. Das kostet ja zweimal nichts. Die Metallplatte wahrscheinlich. Der Rest ist kacke. Ich habe gar kein Geld mehr. Genau 0. Das sind Welle 13. Jetzt haben wir zumindest noch mehr unterschiedliche Schütztürme wieder. Die Feuer irgendwie schießen. Also die sind kacke, die Feuer schießen, finde ich. Die machen hier nur einen Schaden. Dann brennen die Gegner mal mit 10 Schaden. Dann müsste ich also mehr Elementarschaden wiederum haben. Ja, der ist schon schwierig, den doch zu spielen, weil man ja gucken muss, welche Stufe an Geschütztürmen man denn sammelt. Wenn ich jetzt mehr Explosionsschaden machen würde, dann müsste ich halt noch, irgendwas finden, was Explosion erhöht. Dieses TNT, glaube ich. Ansonsten von meinem Lauftempo bin ich ganz okay. Ist jetzt halt nicht der schnellste, aber ist jetzt auch nicht die totale Schlafzeit. Hätte ich mir beim alten Greis quasi viel schlimmer vorgestellt. Ich habe das ja auch schon ein bisschen ausgeglichen, glaube ich. Insofern ist das nicht so tragisch. Hab immer noch 29 Knopper. Und da haben wir auch schon Welle 13. Gucken, wie weit ich mit dem Greis komme, wa? Wirkt halt immer sehr, sehr merkwürdig. Messer, Maus, Lebenserzug, Gegner, Ernte, westlicher Zahn, Ausgereifte, ja, alles kacke hier. Was haben wir hier? Handschellen macht alles, aber meine Treffer, nee, können wir auch nicht gebrauchen. Nochmal kostenlos mehr Wurf. Durchschlagschaden kann den Basisschaden nicht übersteigen, aber die Waffen. Durchschlag, warte mal, Technik. Durchschlag. Nehmen wir. So, jetzt können wir nochmal neu würfeln. Ausweichen, ja, den könnte man sich sperren. Und den hier kann ich mir nicht kaufen, nee. Ich muss die beide mal kombinieren, dann kann ich mir den noch dazu kaufen. So, jetzt können wir nochmal richtig jetzt habe ich den nicht mehr in lila. Egal. Spawnt alle 12 Sekunden. Spawnt alle 9. Jetzt spawnt der andere wahrscheinlich alle 6. Und der macht alle 3 Sekunden, ja. Und die machen aber immer 35 Schaden, weil das mit der Technik zusammenhängt. Okay. Also aber alle 3 Sekunden eine neue Mine. Die Frage ist, macht er das nur, wenn die alte schon hochgegangen ist? Jetzt müsste natürlich alles verkaufen, dass man nur noch eine Mine legen kann und gucken, ob das mehrere wären. Einfach mal so eine Testrunde sozusagen. Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen langsamer. Ich weiß nicht warum. Weil ich weiß gerade, so viele Gegner hier sind. Alter, diese Minen, ey.
Die haben jetzt den Vorteil, dass er wirklich einfach nur seine ganze Fläche wegtreffen. Gut getroffen, gut getroffen. Mayday, Mayday! Ja, der Kreis war auch noch früher bei der Marine. Mayday! Das war der Air Force. Ja. Egal. Ich bin so konzentriert hier am Ausweichen. Da fängt man schon mal an, Sachen durcheinander zu bringen und uns so zu quatschen. Das ist gar nicht so leicht, man zockt die ganze Zeit zu labern. Aha. Außer wenn man noch was getrunken hat. Oh, eine Sekunde noch? Ja, schön. Fälle 14. War jetzt gar nicht so schlimm. Mehr Rüstung für Tempo. Nehmen wir mal mit. 16% mehr Schaden. Ich nehme das jetzt. So, hier wollten wir noch ein bisschen ausweichen, hochpushen. Den Wurf immer neu. Ist gar nichts bei. Nochmal neu. Raumschlüssel, Zauberstab. Sperre ich den erstmal. Was finden wir hier? Bräuchte halt nochmal Werkzeug. Kostet ja nur 7, das Resetten. Das können wir nochmal gucken. Hier ist ein Wanderroboter, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Mensch, wieso kommt denn hier nicht nochmal eine vernünftige Werkzeugkacke, damit ich meine Waffen noch ein bisschen auftun kann? Jetzt habe ich hier zwei Roboter, die mich rumgeistern. Ich weiß schon gar nicht, was die machen. Warte mal, wir gucken mal kurz. Bei dem interessiere ich mich mal. So, spawnt einen kleinen Bot, der Gegner in der Nähe verlangsamt. Ja, doch, mal, wie lahm die Arschlöcher, die denn sind. Ja gut, gegen Fernkämpfer bringt das jetzt nicht so viel, aber gegen die Nahkämpfer. Ich komme gar nicht ran dadurch. Dann kann man noch ein bisschen besser mit seinen Waffen rumknüppeln, auch wenn die jetzt weniger Schaden machen, weil ich die ganze Zeit meinen Nahkampf gesenkt habe. Aber der meiste Schaden machen ja sowieso eher meine Technikgeschütze und meine Minensachen sozusagen, als dass ich jetzt mit meinen Nahkampfwaffen bin. Damit haue ich bloß die Gegner weg, die mir direkt vor die Linse laufen. Jetzt müssen die mich irgendwo in Minen reißen. Und das glaube ich, das machen die auch ganz gut, die Minen. Die hauen immer schöne Flächen rein. Und da sehe ich auch irgendwie so Schaden zwischen 35 und 51. Ich wusste, wie ich mit dem den Boss schaffen soll. Oh, hier ist Technik in Lila. Das müssen wir auf jeden Fall nehmen. Nochmal kostenlos neu würfeln. Ja, komm. Das ist, glaube ich, das letzte Mal, dass ich das nehme. Das bringt sonst nichts mehr. Geschütz nehmen auf jeden Fall. Tyler, Item. Swant einen kleinen Kerl, der langsam 10 Durchschlagsprojektile um sich herum verschießt, die jeweils 39. Gut, ich habe genug gehört. Propellermütze, Nochmal 2% Schaden weniger, aber dafür halt ein bisschen mehr Glück. Da kommen die mal auch noch mit. Hier können wir noch neu würfeln. Ja, komm, einmal machen wir noch. Den Schraubenzieher, den brauchen wir. Dann müssen wir den da verkaufen. Und vielleicht finden wir noch einen nächste Runde. Müssen wir mal nächste Runde überleben. Ist mal gut, wenn man schon weiter plant. So, da ist Tyler. Und der macht jetzt... Bumm. Blitzkram angeblich. Ja, der schießt so Blitze ringsherum. Bumm. Bumm. Das ist eigentlich ganz geil. Noch mehr die Flächenschaden quasi machen. Einen unterschiedlichen Schadenstyp als Explosion quasi. Macht jetzt nochmal anscheinend Blitzschaden. Oder zählt das einfach alles als Technikschaden und fertig? Oder skaliert das mit zwei Sachen? Quasi mit Technik und Elementar. Und die Dicken werden langsam ein bisschen ätzend. Jetzt stirb doch mal hier. Boah, geh doch mal weg. Boah. Aufpassen, aufpassen. Oh, ich schaff. Ist immer, wenn das so plötzlich aufhört, habe ich immer Angst, dass ich selbst gestorben bin. Ja, nehmen wir mit. Ein bisschen ausweichen erhöhen. Noch ein bisschen mehr Lebenspunktregeneration erhöhen. Hier können wir dem ausweichen. Na, ja, jetzt haben wir's. Stimmt, den können wir ja nicht nehmen. Du musst also weg. Dann kommst du da rein.
Den alten. Ja, scheiß drauf, den lesen wir jetzt. Den packen wir jetzt einfach weg. Dann haben wir nochmal einen Schraubenzieher. Den sperren wir uns. Den sperren wir uns. Der ist halt nur ein blauer. Mal kurz überlegen. Wenn ich die zusammenpacke, dann habe ich das in lila. Dann kann ich das mit dem lila dann wiederum kombinieren. Dann habe ich wieder einen Platz frei. Dann kann ich den also auch wieder hier brauchen. Ja. Weiter geht's. Alter, das ist wie viel blaue. Das braucht mehr blau als rot am Anfang. So, hier diese kombinierten Baden-Blob-Viecher da, die gehen anstacheln. Die müssen wir irgendwie immer rauskriegen. Aber, ja, komm. Ich bin halt jetzt auch mittlerweile relativ langsam. Weil ich ja auch nichts mehr am Tempo weiter aufgefüllt habe. Und gefühlt immer mal irgendwo ein bisschen Tempo verloren habe. Ich muss unbedingt mal achten, dass wenn ich die Level auf Stiefboni kassiere, dass ich da irgendwie nochmal neu würfle, zwei, drei Mal oder sowas. Einfach um an. Oh, ich brauche die Karte. Lass mich mal aus der Ecke hier wieder raus. Lass mich mal aus der Ecke raus. Gut, dass ich noch ein bisschen Heilung automatisch habe. So. Einfach, dass ich da die Technik noch weiter erhöhe. Das muss. Ich meine, die explodieren alle in dem Radius von den Minen. Noch ein Geschütz. Nehmen wir. Nehmen wir keine Technik. Lebenspunkte. Ne, wir spawnen, machen neu. Immer noch keine Technik. Ach komm, jetzt gib mir doch Technik. Ach, scheiße. Kann er jetzt hier nicht 20 Mal drücken? Ich brauche auch noch die Punkte für was anderes. Dann nehmen wir die Lebenspunkte-Regeneration. Das hier. Dann sind die kombiniert. So, dann die kombinieren. Den kaufen. Den sperren lassen. Hier den Rückstoß nehmen wir einfach noch mit. Hier, Explosionsgröße. Das brauchen wir auf jeden Fall. Weil 18 haben wir jetzt. Nochmal neu. Schraubenschlüssel in Grau brauchen wir nicht. Die Kürbis ist vielleicht nochmal ganz nett. Sonnenbrille brauchen wir auch nicht. Machen wir weiter. 18. Welle. Mensch, komm schon ganz schön weit, oder mit dem alten. Da bin ich schon drei Roboter, die Scheiß geht noch langsam. Weil die fliegen halt alle irgendwie auf einer Richtung. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oder ob die sich verteilen müssen. Ob es einfach reicht, weil sie Beine sind. Ich mach kurz zur Mitte, da ist nochmal was zum Heilen. Ja, danke. So wenig Heilung gefühlt. Schießt hier auch so viel Scheiß auf mich. Das sind so viele Minen, die nichts machen. Da muss ich schon immer ein bisschen irgendwo hinbewegen, damit die Gegner auch in diese Kackminen nicht laufen. Also das heißt Kackminen, das ist für die natürlich kacke. Für mich geil, wenn die da reinhält. Aua, scheiße, scheiße. Ich brauche hier Heilung. Oh Mann, die Fernkämpfer treffen mich. Ich komm nicht nach da links. Oh, fuck. Das schaffe ich doch nie so, den Boss, Mann. Mit Treffer-Regeneration. Ja, komm, nehmen wir an. Nahkampfschaden, scheiß. Nee. Nee. Das ist jetzt wieder 18 geschafft, ja. Ich habe auch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Technik 2. Gegen 20 Angriffstempo. Stimmt, das Angriffstempo, weil ich habe ja auch so gute Waffen dabei. Ich nehme den Plastiksprengstoff auf jeden Fall als erstes. Ich frage mich, wie doll das stackt das? Wie viel kann ich denn davon haben? Kommen die denn überhaupt noch irgendwann ran? Warte mal, hier ist noch eine Waffe, die besser dadurch wird. Wir nehmen uns den noch mit. Hier ist nichts. Hier ist noch ein Teiler. Der ist ganz gut. Hier ist auch noch ein Geschütz. Und der Rest interessiert mich nicht. Nee. Dann haben wir jetzt vorletzte Welle. Puh. Ein bisschen wenig Treffer, ich finde. Oder zu wenig Rüstung. Irgendwo woran liegt es, dass wenn die mich treffen, ich echt arge Probleme kriege. Wir bleiben mal hier in der Mitte möglichst stehen. Weil hier zwei Rüstungen liegen, zwei Heilungen. Und versuchen nur minimalistisch auszuweichen.
ist auch, dass mein Ausweichen sehr, sehr hoch ist. Kann ich doch schon ein bisschen... Aua. Jetzt habe ich jetzt mal 3-4 Heilungen gebraucht. Zehn, zwölf, zehn, neun, acht, sieben, sechs. Ich gucke mich nach oben, ich zähle für mich 5, 3, 2, 1. Jetzt muss es doch gleich rum sein. Ja, gut. Dann sind wir jetzt alle mit dem Kreis in die letzte Welle gekommen. So, komm. Da ist nochmal Dreiertechnik wenigstens etwas. So, wir nehmen uns, glaube ich, den Teiler mit, weil der einfach alles trifft. Wir nehmen auch den kleinen Schützturm mit. Ach komm, wir haben noch hin noch. Die können wir uns leider nicht mehr leisten und ich glaube, mehr Willen kommen nicht. Wir können einfach mal gucken, was es noch für Items gibt. Wenn du dich nicht bewegst, mehr ausweichen. Ja, das ist beim Boss natürlich totaler Schmutz. Gut, Spende haben wir schon. Nochmal kostenlos. Da kannst du nachher unendlich drücken hier oben. Nee, gut. Dann wollen wir jetzt so ran, wa? Wie viel Schaden machen die Dinger mittlerweile? 73 und die 42. Na denn. Das ist ein anderer Boss. Was macht er denn? Okay. Aber warte mal, wenn der... Oh, der macht das... Macht das egal, wo ich bin. Und ich kann nicht direkt vor ihm weglaufen, weil er überall ist. Zumindest seine Attacke. Also. Gott, die Attacke wird immer mehr. Ich weiß langsam nicht mal, wo ich mich hinstellen soll. Scheiße. Der macht aber auch unfassbar hohen Schaden. Mit seinem roten Kram da. Und dadurch, dass die Dicken auch noch über mich drüber laufen. Kommen hier auch noch mal ein paar Bäume oder so? Heilung? Heilung, bitte. Ich heile mich nämlich selbst zu langsam. Aua. Jetzt hier nochmal ein Kreis. Wieder weg, du Dicker! Oh Mann, hier sind bloß irgendwelche scheiß Drecksgegenstände drin. Ah, jetzt bin ich weg. Wieso kriege ich im letzten Level auch dumme Kisten, Mann? Nicht Heilung. Aber gut, guck mal, wir haben den Ingenieur freigespielt, weil wir den auch Kreis so weit geschafft haben. Der fängt gleich mit 10 Technik mehr an. Technik wird noch geiler. Mit Schraubenschlüssel. Konstruktionsspawn nah beieinander. Okay, dann ist da also ein fettes Feld. Schadensmodifikationen werden um 50% verringert. Naja, okay, dann. Ist ja nicht so schlimm. Aber cool, sind auch mit dem Kreis ein schönes Stück vorangekommen. Beim Endboss, der ein anderer war. Also nett. Droben. Tja, bisschen traurig, dass ich nicht mit dem geschafft habe. Hätte er jetzt verdient. Aber gut, so ist das eben. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.